Ich fange an mit einem. Ja, ich mach mal eine geschmeidige Finte 6. Er testet weiter aus. Ja, schauen wir mal. Waffe zerbrechen könnte er sonst auch, aber das ist halt Für blöd, Waffe zerbrechen brauchst du ein spezielles Werkzeug. weil. Vielleicht hat der Nachtwind irgendwelche Schaden auf der Rückseite, I don't know, ich will es nur erwähnt haben. Kannst du das nicht einhaken? Du Du hakst sie brauchst doch. dafür einen Klingenbrecher oder was ähnliches. Okay, ich dachte, Und Sklaventod geht auch. Ja, zum Beispiel. Ich meine, wie gesagt, ist vermutlich keine Er Schwierigkeit, könnte es. einen Oh, Waffen, 20, einen 1. Nachtwind zu haben, der hinten Schaden hat. Ich denke, ich möchte mich trotzdem nicht erwischen lassen, oder? Das heißt, ich schlüpfe das? Dass man nur 11 TP, so viel ist das nicht. Aber du hast einen Ja, Schicksalspunkt. okay. Ja, okay, dann lass mich mal sehen. Trefferzone würfel ich selber. Genau. Torso. Was hast du für eine Rüstung? 2? Ich habe eine Kettenweste aus Waschkrill. Das ist ein 5er Rüstungsschutz am Torso. Okay, dann 11 minus 5 sind 6. Keine Wunde. Das war seine Aktion. Zwei Paraden habe ich noch. Gut, dann mache ich meine Angriffe. Vexarius ist natürlich damit beschäftigt, das zu protokollieren. Na, hoffentlich nicht bei uns. Nee, bei euch nicht. Gut, dann mache ich eine Achterfinte. Okay, wieder entwaffnen. Ach, da find. Oh. Muss erstmal klappen. Ja. Nicht geklappt. Dann ist Und das klappt nicht. deine nächste Aktion um 8 Punkte erschwert. Und 4 der Klingentänzer. Verdammt. Na gut. Ja, möchtest du noch attackieren oder möchtest du irgendwas anderes? Du könntest natürlich machen. Er hat erstmal Paraden angesagt. Okay, also ich habe die Feder Erschwernis und er pariert. Er muss nicht Das ist. parieren. Er muss nicht parieren. Das Er ist muss nicht, die. er hat noch eine freie Aktion dann übrig. Ja, stimmt. Es ist trotzdem die BHK-2-Aktion. Das heißt, ich kann zusätzlich noch eine Viererschwernis ansagen, ja? Ja. Es geht um die Ansage, ja. Okay. Dann probieren wir das. Also, das ist eine 4er Ansage und die Erschwernis aus der letzten. Ne? Genau. Ja, gut. Dann mache ich wieder eine Parade. Das ist eine Finte 4. Finte 4 wieder entwaffnen, ja. Achso, Entschuldigung, ich war auf die 23, nicht auf die 24. Aber das ist das gelungene Entwaffnen-Manöver. Das heißt, du sagtest Körperkraft, Körperkraftprobe, ja? genau, ich muss gerade mal schauen. Auch in diesem Fall steht dem Angreifer noch eine KK-Probe plus 8 gegen Kenner der Sonderfertigkeit Meisterliche sind Waffen plus 10. Ja, also KK plus 10. Da bleibt nicht mehr viel übrig von meiner KK. Wahrscheinlich nicht. Nicht ganz. Nicht ganz. Dann verlierst du deinen ersten. Was? Deine Paradewaffe, ne? Es ist egal, dass Ja, ich sowieso es mit jeder Hand gleich gut kämpfen kann. Okay, Ja, aber also. er hat nämlich verschiedene Schwerter. Also das ist wichtig. Er hat zwei verschiedene Nachtwinde. Ja, Und deine sind das. vermutlich gleich. Ja, meine sind gleich, also abgesehen vom Aussehen. Also es schlittert jetzt der linke Säbel mit dem schwarzen Pferdekopf über den glatten Boden. Okay. Dann kommt der nächste umgewandelte Angriff, weil ich noch einen habe und du hast keine Parade mehr offen, korrekt? Was habe ich gemacht? Du hast Eine ich Parade habe verfehlt, einmal einen Angriff pariert, verfehlt. zweimal, ja, das ist richtig. Genau. Und zusätzlich hast du kein BHK mehr, also das kommt jetzt auch dazu. Ich mache einen Angriff und zwar einen Angriff zum Entwaffnen. Nicht geschafft. Schade. Dann Das heißt. hat er jetzt eine 4er Schwernis. Nee, 8er sogar. Nee, weil er auch Klingentänzer ist. Natürlich ist Logan kassierter Klingentänzer. Aber wir merken uns das für die nächste Kampfrunde. Und zwar fangen wir wieder an bei dem Dukatengardist. Der hat kein Geldbeutel ins Gesicht bekommen. Du raufst jetzt aber mit ihm. Ich möchte natürlich vorziehen. Ja. Ich schnell Ich ziehe. steht auf N. Ich schnell auf H.
Na gut. Ich schnellziehe mein Kurzschwert und steche auf ihn ein. Okay. Das ist ein ganz normaler Angriff. Mit dem Schwert davon die Kurz. Der würde auch treffen. Er darf natürlich parieren. Wenn ein Sklaventod bewaffnet war, geht das für ihn auf die plus 6, weil ich ihn unterlaufen habe. Ja. Er darf natürlich zu jedem Zeitpunkt unbewaffnet parieren. Ich habe nur den Dornschild als Paradeaktion. Ich gebe mir einfach mal den Sklaventod auf die 16. 1. Oh, gut, und dann ist er erst. Ist das warte. Ein Freier? Ja, das ist ein Freier. So. Das ist ein Freier, ja. Das war deine erste Aktion, ne? Ja. Du willst abwarten, was er jetzt auch passiert? Nein, die zweite gebe ich ihm nochmal, aber ich... Oh, doch! Du... Warte, gibt Kurzschwert plus Inni? Nein, okay. Gut, dann... Ich kann ja angreifen mit einer plus 6, ja? Ja. Gut, dann greife ich mit einer plus 6 an für die falsche Distanzklasse. Einfach mal Schaden machen. Das gelungen. 10 TP. Ja, nein. Warte, doch, je nach Distanzklasse. Sorry, ich bin immer noch gewohnt, mehr Rüstung zu haben, was gesund ist. Torso, nein. Ja, nein. Nein, definitiv nicht. Hast du eine 10er Rüstung am Torso? Eine 12er. Mann. Ja, ich habe nur 5 am Kopf, du müsstest mal zielen. Ich lasse immer den Kopf ungepanzert. Ich habe aber noch einen Angriff. Erstmal bin ich dann aber dran. Ja. Und dann steche ich ihn wieder. Wenn ich meine Waffe finde. Ich versuche ihn zu parieren. Ich pariere wieder auf die 16. Ich hätte finden sollen, das schafft er. Doch, mit einer plus. Ja, doch, das schafft er. Plus 6, das ist gelungen. Okay, dann. Ich hätte finden sollen. Was mache ich mit einem 20er Angriffswert, wenn ich nicht finde? Die Basaltfäuste, jetzt mit neuem Mut, auch gegen den donnernden Rafim. Sie rücken gemeinsam vor. Ich bin so stolz. Beziehungsweise sie gehen in so eine Formation. Sehr gut, Jungs. Salix Kugeris. Schmeißt weiter Geld. Ihr solltet da endlich was dran machen, Jungs. Ihr steht seit 3 Runden hier und tut nichts. So, ich muss gerade schauen. Lebensraub. Ich habe erstmal genug Lebenspunkte gesammelt. Ich möchte Abel mir Pech an den Hals wünschen. Und das gelungen. Geht das gegen Magieresistenz oder so? Ist ein dämonisches Pakt-Ding. Also ich würde sagen, ja. Du da trotzdem mit plus 15, also. Ja, mehr von 15 ist halt schwierig. Alles klar. Gut, dann notiere ich mir einmal Pech für dich. Also bei mir wäre es nicht gelungen. Ja, aber du bist ja auch Lebensgefahr. Du machst ja nur richtig. Urlaub. Ja, stimmt. Das war Sadix Kugris, aber mir 18, 19. Ich würde einen verkürzten Umbrapotter wirken. Der Schattensprung, alles klar. Da 13 und verkürzt 2 Aktionen. Mit einer KK von 31. Ja. Wie gesagt, ist verkürzt und plus 3 dann. Gut, dann die Kidma Kabul. Ich möchte ganz gerne die Amatos angreifen. Ja, da ziehe ich vor. Ja, mach das. Der Uta war schon tot. Zwar schon lange. Das ist das, was wir denken. Da schieße ich auf nächster Nähe. Aus nächster Nähe auf den. Ne? Ich hatte nachgeladen und ich habe eine Aktion aufgewandt, um einen Angriff mit Ansage vollführen zu können. Ah, okay, ja, für mehr Schaden. Genau, und ich sage mir eine plus 15 an. 15 mehr Schaden? Genau, 15 mehr Schaden und damit komme ich auf eine Erschwernis von plus 17. Der Bolzen ist nicht geweiht, ne? Nein, er ist nicht geweiht. Okay, du hast aber noch Pech am Hals. Ja, und ich habe auch noch ein Glück. 17. Würde ich. Kommt wieder? Nicht geschafft. Nicht geschafft. Da kommt eine plus 17 drauf. Ist um einen Punkt nicht gelungen. Um einen Punkt nicht gelungen, ne? Genau. Ja, dann bekommst du jetzt den Schaden ab. Ich krieg den Schaden? Ja. Du hast immer noch Pech am Hals. Ja, dann möchte ich das gerne shippen. Weil das kann mich töten. Ja, natürlich kann ich das töten. 17. Das reicht nicht. Wieso? Nee, natürlich. Das 17 ist 17. Nicht. Ja, das. Da bekommst du jetzt den Schaden. Schauen wir mal, was das für ein Schaden wird. Was hast du geladen? Schaut es euch einfach an. Ja, das sind 25. Wunschwelle minus 2 oder minus 4? Minus 2. War ja kein Ansage auf dem Auge. Trabazon. Nicht den Kopf. Wie er sich freut. Ah, die Torso, Alter. Das gibt nochmal Zusatzwunden.
Regeltechnisch gibt es nur 3 Wunden. Das sind 3 bis 6 Zusatzschaden. 3 Wunden im Torso ist langsamer Tod. Also Kampfunfähigkeit. Ja, das kann man mit den Schadenspunkten sowieso du kannst schon. Du kannst die 3 bis 6 selber würfeln. Dann ist das der Zeitpunkt, an dem ich meinen Schicksalspunkt verbrennen sollte. Ja, und damit kann ich unter die Konfiguration. Nochmal die 3 bis 6, bitte. 10. So, das sind 10. Wie viel LDP bist du im Minus? Dann bin ich 14 unter Minus. Ja, und das ist deine Konsti? Genau meine 14. Dann hast du, glaube ich, noch W6 Kampfrunden Zeit. Ja, okay, er blutet aus. Du verbrennst deinen Schicksalspunkt und überlebst die Situation mit einem Lebenspunkt. Ja, du greifst in deine Ballastrina, zielst auf den Kid Mabul, drückst ab und siehst, wie der Bolzen in die falsche Richtung rauscht. Warum auch immer, Ingrim verflucht, jagt dir der Bolzen in dein eigenes Herz und der Rückschlag lässt dich in das Wasserbecken taumeln. Du bist tot. Du siehst noch alles in Zeitlupe, streckst noch die Hände aus, versuchst nach Abelmir zu greifen, der gerade seine Schattenmagie wirkt und dann im Limbus oder in den Schatten verschwindet und ist einfach weg. Er hätte dich eben noch greifen können, aber da ist nichts mehr. Dann schlägst du hart auf, das Wasser, was dich umspült, alles tut nur noch weh, alles ist heiß und kalt gleichzeitig. Wo ist Sulamin? Wo ist Yalan? Wo ist Rafim? Gut, dann ziehen wir dich von der 24 runter. Du hattest vorgezogen, ne? Ich hatte vorgezogen. Dann greift der Kid Makabul. Erinnere mich kurz daran, in welcher Kampfrunde wir sind. Ja, Yalan, du wirst in den Rücken angegriffen. Okay, habe ich schon wieder Aktionen? Sind wir noch in der Runde, in der ich keine Aktion mehr habe? Ich weiß es nicht mehr. Du hattest vorgezogen zu dem Diamanten. Ich bin jetzt auf der 19. Wir sind, schon okay, wir sind noch in der Runde. Okay, dann muss ich diesen Angriff wohl nehmen. Ja, bis minus 5. Das ist getroffen. Ja, sehen wir uns das mal an. Torso, nope. Rücken, warte. Genau. Trotzdem nope. Schade, dann kommen demnächst irgendwelche Wuchtbisse. Okay, das war mein Kid Makabul. Kannst auf die Arme mir verschwindet im Schatten. Rafim, 22. Ja, von Koas Glück beseelt. Rein da, Kerngedanke. Okay, eine Aktion Position. Oder waren das sogar 2? Müssten 2 sein. 10. Machen wir eine. Kannst noch 2 Aktionen zuhauen. Okay, ich greife natürlich 2-mal an und möchte die Herren umreißen. Ja, weil du kämpfst ja nur durch. Gegenüberzahl, also es sind 3 Leute. Das ist in Ordnung für mich. Gut. Ich würfel einfach mal, warte. So. Ja, das ist halt safe. 11. Das ist jetzt eine Attacke plus 8. Parade plus 18, ne? Eine Parade plus 18 plus 8. Nochmal plus 8, warum? Vom Umreißen. Wow, ja. Ich würfel den ersten, nicht geschafft. Ich möchte nochmal daran erinnern, ich möchte, dass der Boss dagegen immun ist, damit das witzig wird, dass er mit umtritt. Okay, nice. Und Rigo der Lazar. Weiter? Ja, der nächste, ja, 17, das müsste auch geschafft sein. 17. 3. Ja, aber plus 8. Plus 18, ne. Plus 26 schafft er halt leider nicht. Okay, der letzte. Ich habe keine Aktion mehr, der kann mich hauen. Nee, die haben sich bewegt. Ach so, ja, dann steht er vor mir und wir gucken uns freundlich an. 22 Rafim, Yalan, 22. Achso, der Basaltfaust, Gardist, knurrt dich noch an auf Rabensprache. Du kommst hier mit Gewalt sowieso nicht durch. Schlechter Plan. Götter. So. Also, was ich antworte. Ja. 22 fertig, Boltax, Bewegung. Ja, die Frage ist, wie stellt sich denn die Situation dar, als ich durch die Tür in diesen Saal trete? Ich sehe, Sulamin kämpft mit Lucan Kiseda. Du siehst, wie ein Attentäter auf dich zukommt, seine Muskeln sind gestählt, sein Kopf ist rasiert und er zieht Klingen aus seinem Rücken. Also der macht Anstalten, mich anzugreifen. Ja. Okay, dann blitze ich ihn. Das das Erste, was ich machen kann. Mal gucken, ob das durchkommt. Oh nein. Wow. Ne, MR6 hat er auf alle Fälle. Ah, ich überlege, ob ich den Chip... Du brauchst ihn noch, vertrau mir. Ja, ich glaube auch, dass ich den Chip noch brauche. Aber Blitz kostet ja nur eine Aktion. Ja, lass dir was anderes einfallen. Ja, ich kann den Blitz einfach nochmal zaubern. Ja. Und er ist misslungen. Der Blitz ist misslungen. Nö.
Ja, doch, er ist misslungen. Du zauberst ihn gegen die MR, er ist misslungen. Okay. So, jetzt ist die Frage, du wiederholst einen Zauber, der misslungen ist, da kriegst du genauso eine Schwernis wie alle anderen auch, ne? Wenn er eine Zauberroutine hat. Aber ich hab Zauberroutine. Verdammt. Aber dann ist die Erschwernis, dann niedriger oder weg? Weniger, glaube ich. Ja. Und ich glaube, sie sinkt dann von 5 auf 3 plus oder eins. So? Plus 1. Ja. Auf 1, okay. Richtig. Normalerweise plus 3 und mit der SR versucht plus 1. Du hast aber echt nicht gut gewürfelt, ne? Nee, halt wirklich nicht. Oh, also, hier steht ohne Zuschlag. Ohne Zuschlag? Ja, gut. Dann kommt jetzt. Außerdem dauern seine wiederholten Proben auch nicht länger, okay. Dann kommt jetzt nochmal der Blitz. Ich hoffe einfach, dass dieser jetzt durchgeht. Ich schon wieder eine 20. 14, das reicht aber. Also eine 14 MR hat er nicht. Also der ist mit der Erschwernis noch gereicht. Und er greift sich an die Augen. Kannst du mal bitte den regeltechnischen Passus von Blitzsichern vorlesen? Ja, einen Moment, ich suche ihn gerade schnell einmal raus. Der Zauber erzeugt im Geist des Opfers einen grellen Lichtblitz, der es für ZFE durch zwei Aktionen blendet und vor allem desorientiert. Anschließend kann es übergangslos wieder vollständig sehen. Ein geblendetes Opfer kann kaum noch gezielte Aktionen unternehmen, Klammer auf, Talentproben, Zauberproben und Fernkampf jeweils ZFE-Sternpunkte erschwert und erleidet im Kampfabzug von ZFE-Sternpunkten auf seine Kampfwerte, jeweils gleichmäßig von AT und PA-Basiswert abziehen, bei ungeraden ZFE-Sternen zuerst von der Attacke, sowie von ZFE-Punkten auf seinen Ini-Wert. Aktionen orientieren während der Wirkungsdauer nicht möglich. SF Blindkampf. Ja, Blindkampf? Ja, ja. Senken die Abzüge auf die Hälfte. Okay, gut. Dann kämpft er mit plus 2, plus 2. Minus. Ja, genau. Minus oder plus. Gut, das wollte ich wissen. Ob Blindkampf hilft oder nicht. Okay, das war deine Kampfrunde. Lucan Queseda gegen Sulamin. Du hast noch eine Waffe. Ich greife an und zwar mit einer Attacke. Entschuldigung, ich habe immer noch eine Erschwernis von, was waren das, 4 Punkte? Ich glaube 4. Ich glaube, ich möchte zuerst. Ja, du kannst vorziehen. Und zwar, ich möchte schnell die eine Eidechse machen. Mit der ersten Aktion. Das heißt, wir müssen kurz die Modifikationen durch. Tempel. Also minus, Tempel ist. Ist es nicht sogar ein Heiligtum? Ist es nicht sogar ein Heiligtum? Ja, aber nicht von deiner Gottheit. Aber nicht von meiner Gottheit. Das heißt, das ist die minus 3. Ist noch irgendwas? Auf welcher Inni ist der Agent Buron denn? Der ist auch bei der, ich muss gerade gucken, 25. Okay, und mit meinem Blitzdichtfind drunter dann auf. Hälfte. 6. Hälfte. 11, oder? 11, ja, okay. Gut. Das geht mir nur darum. Zählt da nicht FW? Ja, aber die Hälfte vom ZFW verliert er halt nur, weil er Blindkampf hat. Oh, okay, ich dachte nur wegen AT und PA, okay. Hier steht Abzüge. So, wir machen erstmal mit Tsunamin weiter. Also, minus 3, weil wir Tempel. Hexe, ja. Und plus 4, weil Grad 3. Dann würfelst. Eine Aktion, ne? Ja, eine Aktion. Das sieht gut aus. Dann steckt jetzt ein Ausweichen wert, dann, oder was? Ja, und zwar, ich lese kurz vor. Und zwar, ich bekomme die LKP-Stern zu meinem Ausweichenwert dazu. Meine GS erhöht sich um einen Punkt und meine INI steigt um 2. Dann hast du jetzt eine INI von... Das bringt mich über die 40. Genau. Ja, du kannst auf alle Fälle viel frei ausweichen und viele Initiative wieder verlieren und dich dann wieder orientieren. Genau, das ist der Plan. Also möchte ich mit der nächsten Aktion den Säbel aufheben. Oh, das ist eine Aktion Position und dann das Aufheben. Das wäre dann. Also du musst dich auf alle Fälle bewegen, weil der ist nicht neben dir liegen geblieben. Dann. Moment. Reichen 2 Schritt? Es ist eine Aktion Position. Du kannst das nicht mit deinen Aktionen. Du kannst 4 Schritt machen mit deinen Aktionen. Du könntest. Das ist eine Aktionposition. Du könntest, aber wenn es sowieso eine Aktionposition ist, könntest du erst die DK verlängern und dann mit freien Schritten hingehen. Um die Waffe in einer Aktion wiederzukriegen, mach mal ja eine Gewandtheitsprobe. DK-Verlängerung kannst du auch über Ausweichen also machen. Nicht, also kann ich das in einer Aktion. Ich kann es in einer Aktion nicht machen, weil es zu weit weg ist. Ja. Ich habe noch eine Aktion übrig. Also wenn ich die DK verlängere. Ja, noch hast du zwei Aktionen. Also wenn ich die DK verlängere, kam ich mit den freien Aktionen hin, habe aber die Waffe noch nicht, richtig? Genau. Okay.
Ja gut, wenn das die beste Möglichkeit ist, dann machen wir das. Okay, das heißt, du gehst einmal zu deiner Waffe, die liegt irgendwo hier, und hebst sie dann auf? Kann sie ja nichts davon. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich das nicht kann. Du hast doch gerade gesagt, stimmt, dass es geht, dass es nicht geht. Ich war gerade bei deinen drei Aktionen, aber du hast keine drei Aktionen. Das ist es. Ja. Das war ja nur BHK. Ja, genau. Gut. Dann gehst du zu deiner Waffe hin. Lucan Caicedo geht natürlich hinterher. Macht also... Ich guck gerade mal. Hat er... Also er hat mehr freie Aktionen als er. Könnte also außerhalb 5, seiner... Weil ich über 40. Richtig. Sie könnte also 3 Meter außerhalb seiner Schrittreichweite stehen bleiben. Sorry, 2 Meter. Aber dann steht sie nicht an der Waffe. Ja. Sie steht dann nicht an der Waffe. Da hast du mich. Ich mache auch eine Aktion Position. Und dann mache ich Festnageln. Mit dem Schwert? Mit dem Nachtwind. Mit dem Nachtwind? Kannst du den Nachtwind nicht festnageln? Warum nicht? Weil beim Festnageln brauchst du eine lange Spießwaffe mit einem Seitenblatt. Das ist eine sehr spezielle Anforderung. Also kannst mir viele Dinge über den Waffenmeister erklären, aber nicht Nachtwinden mit einem Einhandschwert kommen. Na gut. Dann mache ich... Habe ich Nachtwinden gesagt? Festnageln, ja. Sorry. Finte ist halt langweilig. Finte kannst sowieso nicht mehr parieren. Wuchtschlag ist langweilig. Ausfall! Meinst du einen Ausfall? Das würde sich von der Waffe wegzwingen. Boah, also richtig, Ausfall. 7. Gelungen. Ausfall. Ich glaube, du musst eine Mutprobe machen, um stehen zu bleiben. Ne? Richtig, du kannst entweder musst du jetzt ausweichen, also musst du jetzt eine Paranaktion machen. Und dabei jeweils einen Schritt zurückweichen, was euch beide jeweils eine freie Aktion kostet. Oder du kannst einfach stehen bleiben und den Schaden nehmen, aber dafür musst du vorher eine, ich glaube, 4 erschwerte Mutprobe schaffen. Aber zusätzlich erschwert um die Anzahl an Treffer, die du bis jetzt schon hinnehmen musstest. Wenn ich ausweiche, dann endet der Ausfall aber, oder? Du kannst aus einem Ausfall gezielt heraus ausweichen, stimmt? Lass mich nur schauen, wie das funktioniert, das habe ich total vergessen. Aber ich darf nicht gezielt ausweichen, ich kann nur ungezielt ausweichen. Ich sehe gerade, du musst eine höhere Regel als der Gegner besitzen. Oh, sorry. Ja, das geht auf meine Kappe, das habe ich vergessen. Okay, dann geht's nicht. Ja, dann hast du eine andere Idee? Niederwerfen geht immer. Niederwerfen? Ja, doch, warum nicht niederwerfen? Dann mache ich niederwerfen. Aber mit der 7, die lassen wir liegen. Dann kannst du jetzt eine Gewandtheitsprobe machen, wie bei Raffi. Nee, Körperkraft. Erstmal Schaden. Dann ist es ein normaler Angriff. Dann machen wir Schaden. Und aber dann, ich pariere ja gar nicht oder so, sondern ich weiche aus. Entschuldigung, Amiras Nachtwind. Ja, dann musst du jetzt erstmal ausweichen. Also wenn du dann ausweichen möchtest. Gut, das ist erschwert von seinem Ding her um irgendwas? Die normalen Erschwernisse. Gut, dann ist das lediglich 2 erschwert, denn wir kämpfen beide auf N, richtig? Er kämpft auf N und er greift jetzt in deine Seite an, das ist nochmal 3. So also 5. Gelungen. Okay. Dann verlierst du jetzt aber 4 Inni. Das ist richtig. 4 Inni. Dann machen wir weiter mit der nächsten Kampfrunde. Ich möchte vorziehen. Ja, wir fangen an bei Boltax. Okay, wunderbar. Erschwernis für Zaubertower verkürzen war 5, oder? Ja, okay. Halbierung. Ja, richtig. Dann würde ich gerne einmal den Zwingtanz verkürzen und auf den Attentäter machen. 10 Meter. Nee, genau, ich gehe noch 2 Schritte nach vorne. Ah, okay, 7 Meter. Mach den nicht kaputt, wir könnten einen Job für den haben. Ja, mache ich auch nicht. Chill mal. Den würde ich dann gerne auch noch erzwingen, und zwar 2. Okay. Also 2er erzwingen, ja. Plus Zauberdauer verkürzen. Jupp. Das reicht. An der MR vorbei. Was ist Zwingtanz? Lest den Zwingtanz noch einmal vor. Und zwar folgendermaßen. Das Opfer verliert bei vollem Bewusstsein die Kontrolle über seinen Körper. Dieser beginnt wild zu zucken und wie wahnsinnig zu tanzen und zu springen. Nach der Wirkung hat das Opfer alle Ausdauerpunkte bis auf 5 verloren und ZFP-Sternpunkte Erschöpfung erlitten. Ein unter dem Bann des Zwingtanzes stehendes Opfer mit einem Hieb oder Schuss zu treffen ist außerordentlich schwierig, da es sich vollkommen zufällig bewegt. Jeder Fernkampfangriff gegen einen Zwingtänzer wird so gehandhabt, als würde der Zwingtänzer sehr schnelle Bewegungen machen. Kann der Zwingtänzer nicht wehren, oder? Genau, kannst du nicht. Der Zwingtänzer kann weder Angriff noch Abwehraktionen, also auch keine Manöver während der Wirkungsdauer ausführen. Wirkungsdauer sind, jetzt lass mich gerade
gucken. ZFP Stern durch zwei Spielrunden. Also der ist raus. Keine Manöver bei Donald. Spielrunden. Ja. Keine Manöver bedeutet, er darf nicht mal frei ausweichen. Nein. Weil das wäre, und das wäre, hätte er an dem Aktionslimit noch vorbeischummeln können. 16. Achso, ich mache erstmal die Basaltfäuste, dann bin ich mich gerade hier. Ich pariere gegen Rafim. Das macht die Boys hätten, kann übrigens GE-Proben machen, erschwert um meinen Schaden. Ich weiß halt nicht, ob du das auswürfeln willst. Ich mache einfach mal zwei GE-Proben. Nein. Und ich mache. Ja, okay, das wäre der andere. Der andere pariert nur, der hat halt keinen Mut, dich anzugreifen und wird halt weiter parieren, du kannst halt weiter umreißen. Zieh mal vor, dann haben wir das zu Ende. Genau, ich will den umreißen. Ja, er kann gerne versuchen, das zu parieren. Hilf, nicht geschafft. Ja, dann kann er noch eine GE-Probe machen. Nein, macht er nicht. Okay, dann ist mein Ziel weiter nach vorne. Alles klar. Wenn du nach oben rennst, kannst du sehen, wie eine schwarze Präsenz, eine Gestalt, eine Aura nach unten schreitet. Und du kannst die Rüstung sofort erkennen. Du hast sie zwar noch nie angelegt gesehen, aber das, was nach unten schreitet, spottet all aventurischen Schrecken. Es hat nichts Dämonisches. Es ist einfach nicht von dieser Welt. Es ist nicht aventurisch. Eine dunkle Aura, die Rodrigo de la Saar umgibt, als er mit der Triopter, mit dem Helm, dreieugig nach unten schreitet und in seiner Hand, du kennst es, die Waffe der Basaltfäuste, eine riesige Bohrer und Sichel in seiner Hand hat. Stopft auf dich zu. Eine Ehre, so weit gekommen zu sein. Er nickt dir zu. Schön, dass du hier bist. Und dann könnt ihr euch in der nächsten Kampfrunde unten treffen. Gut.